Ich bin jetzt hier auf ein Eis mit? Mit Nico und Rico. Nico und Rico, okay. Ja. Was habt ihr euch für Eis ausgesucht? Also das hier. Ich bin mir nicht sicher, ob das Mango ist, das Erdbeer und da ist Schokolade darunter. Du meinst, er hat dir was Falsches gegeben? Weiß ich nicht, aber es schmeckt nach Erdbeer. Okay. Also ich habe Mango gesagt und er hat mir Erdbeer gegeben, aber darunter ist halt Schokolade. Okay, dann stimmt zumindest eine, ne? Ja. Was hast du? Ich habe eigentlich, also das schmeckt genauso wie Cookie, aber wie das heißt, habe ich vergessen. Machst du viel Sport oder so? Nein, eigentlich nicht. Also ich bin oft draußen, danach gehe ich dann gerne an den See. Und kühle mich ab und das ist halt sehr erfrischend okay. Und gesund. An welchen See gehst du dann immer? Der Bleibtreusee. Den finde ich persönlich am besten. Es liegt einfach nur daran, dass der nicht so dreckig ist wie der Heiderbergsee. Okay, du lernst dann da auch Leute kennen oder? Ja, zum Beispiel, mein Cousin, den kannte ich ja vor einem Jahr gar nicht und den habe ich da kennengelernt. Und das war eigentlich ein sehr komischer Moment, als ich ihn da kennengelernt habe. Der war da auch. Da war er noch in der 5. Klasse, da war ich noch in der 6. Klasse. Okay, das ist interessant. Ihr seid ja in einer Familie, aber habt ihr das vor einem Jahr Also der hat früher in München gewohnt und der ist mit seiner Mutter hier hingezogen, vor 2 Jahren. Und vor einem Jahr habe ich ihn zufälligerweise gesehen. Mein Bruder hat gesagt, ich soll den ansprechen. Und ich habe ihn angesprochen und der hat mir sogar seinen Ausweis gezeigt und das war mein Cousin. Ich war da echt beeindruckt. Als er kam, hatte der auch einen sehr bayerischen Dialekt. Das hat man direkt rausgehört, obwohl seine Nationalität ist ja, der ist ja halb griechisch und halb Araber. Vöttler. Aber dass er dann, und da hat er dann noch einen bayerischen Dialekt, das hat mich schon etwas verwirrt, aber jetzt spricht er wieder normal. Nordrhein-Westfalisch spricht er jetzt. Ja. Und du bist du auch irgendwie? Ich bin halb deutsch und halb griechisch. Ah, okay. Fahrt nicht mehr weg? Nein. Okay. Also vor einer Woche waren wir in Arabien und waren in Jemen und wir haben uns da die Situation angeguckt. Da gibt es viele Hotels mit schlechten Zuständen, aber da gab es welche für europäische Menschen und wir haben eins gekriegt, da ist auch Sicherheit und so. Aber also ich habe mir zum Teil draußen die Leute angesehen, das ist echt schlimm. Also wie die da leben, da sind auch Leute, also die ziehen auch ganz andere Sachen als wir, die ziehen einfach nur so Gewänder an, aber ist auch gut, weil da ist sehr warm, da muss es luftig sein. Wenn man jetzt enge Jeans anzieht, dann wird einem sehr schnell warm. Ja, und ihr wart da mit euren Eltern, mit eurer Familie? Nein, der war mit seiner Mutter da und ich bin mitgekommen, ich durfte mitkommen, weil der ist ja halb Araber und wir waren da und aber es war eine gute Erfahrung. Ja, sind hauptsächlich Männer da auch, oder? Dann auf der Ja, schon, was mich gewundert hat, in Arabien ist es ja generell so, dass die Männer mit den Frauen ungerecht umgehen. Mhm. Da war eine deutsche Frau, die hatte blonde Haare und die kennen das ja nicht. Die haben ja alle fast braune Haare. Und der Mann hat einfach die Frau mit den blonden Haaren einfach so angefasst. Mhm. Und das ist ja für die normal. Das ist also, die Frauen werden da auch echt ungerecht behandelt. Gibt's irgendwas, was ihr noch geplant habt, was Bestimmtes? Ja, wir werden nächste Woche nach Norwegen fahren. Weil in Norwegen ist ja momentan so, dass die Tage sehr lang sind. Ja. Und wir wollten da hingehen und wir finden die Stadt generell sehr interessant. Und gut, weil die ist ja nicht so ein beliebtes Reiseziel von Deutschland. Deutschland, die fliegen ja. Geht, ne? Ja, eigentlich schon. Aber ich war noch nie in den nördlichen Ländern Europas. Also Finnland, Schweden, Norwegen. Und wir wollten da beide hinfliegen. Wir fliegen mit meinem großen Bruder hin, also ohne Eltern. Der wird ja 18 und dann können wir mit dem da auch hinfliegen. Das ist ja super. Ihr seid ja ganz schön viel unterwegs, ne? Ja. Wir wissen nicht, was da für Sehenswürdigkeiten gibt. Wir werden einfach uns überraschen lassen, was da so alles gibt. Ja, viel Natur gibt es da vor allem. Ja, also frische Luft. Ja, ich finde auch persönlich, in verschiedenen Ländern ist auch verschiedene Luft. Also die Luft in Jemen, in der Innenstadt, das ist so stickig, da laufen Tiere rum, da sind überall, wie nennt man das, fliegende Händler, da sind viele Autos und da ist die Luft ekelhaft. Mhm. Das ist stickig, das hält man kaum aus. Als wir in Holland waren, das war letztes Jahr, da ist die Luft am Meer sehr schön. Ja. Also das ist sehr erfrischend und das macht auch sehr viel Spaß im Wasser da. Ja. Auch wenn es nicht so warm ist, ist es sehr erfrischend, vor allem im Sommer. Ja, super.
Jetzt ist das Eis auch auf einen Haps weg, habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. So schnell kann das es in der... Das ist ein Riesenstück am Ende. Ja, was, der Kreislauf der Natur, so schnell geht das. Essen und gegessen werden, oder? Ja. Ja, super. Ich danke euch sehr für euer Interview und dass ihr so viel erzählt habt. Ja.